An dies war das Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute geht es um ein Thema, was unfassbar oft auch bei mir im Livestream jetzt mittlerweile vorkommt, und zwar BPM, Bronzepack-Methode. Viele von euch kommen immer wieder in den Livestream und fragen, wie geht das eigentlich? Und ich möchte euch einfach nochmal ein bisschen erklären, beziehungsweise ich möchte euch heute zeigen, wie ihr gerade mit den gestrigen 80-Plus-Upgrades, die ja zu 100 in die SBC kamen oder in das SBC-Menü kamen, fast kostenlos abschließen können, plus weitere Packs craften, SBCs craften können, etc. pp. Das ist eigentlich die ganze Sache. Ich hoffe, ich kann es euch gut genug erklären. Schreibt auf jeden Fall mit, beziehungsweise guckt es euch an, macht es einfach nach. Ich versuche euch eine Runde so halbwegs gut zu zeigen, wie es nur geht. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben, lasst sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Würde mich riesig freuen, denn 50% der Leute, die das Video sehen, also du da draußen, vielleicht du, haben den Kanal noch nicht abonniert. Das kannst du natürlich gerne kostenlos tun. Vielen, vielen Dank. Abfahrt ist angesagt. Wir gehen direkt mal rein in die ganze Sache, denn schwer ist das Ganze eigentlich nicht. Let's go. Wir sind angekommen auf der RTG und wir machen ja BPM mittlerweile seit knapp anderthalb Wochen. Insgesamt der Gewinn, ich schätze mal, so knapp 300.000 bis 400.000 Münzen aktuell, wenn man auch das Untrade-Zeug dazu zählt, was wir halt gezogen haben, was wir abgeschlossen haben über SPCs etc. pp. Nichtsdestotrotz, wir wollen natürlich uns das ganze gesamte Ding mal angucken. Voraussetzung hier ist eigentlich relativ simpel. Erstens, du brauchst Zeit, du brauchst Bock und du musst es definitiv wollen, denn je mehr ihr grindet, desto erfolgreicher werdet ihr sein. Und zweitens, ich sag so, Anfangsbudget 100k bis 200k wäre optimal. Wenn es weniger ist, wird es ein bisschen schwieriger und brauchst ein bisschen mehr Packluck, aber es kann natürlich funktionieren, denn viele aus meinem Chat haben auch jetzt schon geschrieben, ja, es funktioniert zum Beispiel auch mit 50 oder 60k, also das klappt ganz gut. Ich möchte euch ganz kurz die Franzgehensweise erklären, beziehungsweise was ist das Ziel der ganzen Sache. Im Endeffekt ist das ganze Ziel, so gut es geht, mit allem das Ganze zu kombinieren, was es nicht nur so gibt. Es bedeutet natürlich, die SBCs, die auch draußen sind, ob das jetzt Spieler-SBCs sind oder andere. Vor allen Dingen, was aber wichtig wäre, ist natürlich Top-Partien, wo man jetzt den Token abschießen könnte, und vor allen Dingen diese Premium-Winter- bzw. Winter-League-Upgrades, das ist wichtig, zusammen mit den Winter-Bronze-Upgrades, Winter-Silber-Upgrades. Dazu die 80-Pluser, die natürlich dazukommen, die werden natürlich gleichzeitig auch abgeschlossen, und natürlich auch andere Sachen, wie zum Beispiel das Draft-Token-Upgrade, 100-Spieler-Upgrade. Die ganzen Sachen könnt ihr damit machen. Je mehr Zeit, desto mehr wahrscheinlich werdet ihr auch machen können. Dazu gibt es die Ziele, und auch damit möchten wir natürlich das Ganze auch ein Stück weit irgendwie kombinieren. Bedeutet erstmal die Winter League Upgrades nicht. Heißen so, kann nicht abgerufen. Okay, ja. Im Endeffekt, das hier wollen wir damit kombinieren, und nicht zu vergessen natürlich den Draft, den ihr damit hinbekommt, wenn ihr den Draft-Token-Upgrade sozusagen ercraftet. Und natürlich auch das Centurion-SPC-Upgrade-Verfolgung, denn da gibt es nämlich auch zum Beispiel ein 125k-Pack oder auch ein 100k-Pack. Zwei Stück haben wir davon gemacht. Ich habe das schon mal im Stream gezeigt. Nichtsdestotrotz, jetzt nochmal genauer drauf eingehen. Sinn der ganzen Sache ist eigentlich, mit Bronze-Packs so viel wie möglich zu ercraften, was nur geht. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze jetzt noch ein bisschen zu machen. Ich glaube, knappe 11 Tage, dann läuft die ganze Sache ab. Dann wird es natürlich schwierig, mit der Methode weiterhin Coins zu machen, weil dann alles eigentlich gefühlt weg ist. Aktuell sind natürlich Twente Engede und FCM-Spieler extrem viel wert durch die Top-Partien. Auch das ist immer sehr interessant, aber ihr fangt eigentlich relativ simpel an. Gerade wenn ihr keine Bronze-Spieler im Verein habt, mit Bronze-Packs. Das ist eigentlich die essentielle Sache. Das werdet ihr sehr, sehr oft sehen, diese ganze Sache. Wie läuft das ganze Thema ab? Ihr zieht das Pack, guckt jeden einzelnen Spieler nach. Heißt, jeder Spieler hat einen bestimmten Marktwert. Natürlich Südamerikaner-Spieler, Copa Libertadores-Spieler sind immer wieder ein Stück weit teurer. Oder auch FCM oder Twente Engede-Spieler. Alle, die 200 Coins kosten, nicht mehr, könnt ihr einfach im Verein speichern. Solche Karten wie zum Beispiel MLS-Karten oder auch hier diese Karten, die vielleicht nichts wert sind, stelle ich persönlich immer erst für 200 drauf, vercrafte dann gleich die Bronze-Spieler, seht ihr auch gleich, wie das Ganze funktioniert, und hole die dann sozusagen zu meinem Verein wieder zurück. Im Endeffekt, alles abstoßen, Spieler braucht man, der Rest ist eigentlich uninteressant, da gibt es maximal zum Beispiel ein brasilianischen Manager, die 5k bringen oder. Wichtig, essentiell ist, Beispiel jetzt, 500 Münzen oder beziehungsweise die seltenen Spieler. Wenn man nämlich jetzt nachguckt, die kosten nichts, die packe ich im Verein. Ich mache es anders. Ich stelle jeden einzelnen seltenen Spieler für 500 Münzen drauf. Wenn ihr 80, 90 Bronzekarten in eurem oder auf eurer Transferliste habt, so wie ich das hier habe, gehen davon mindestens 10 Stück ungefähr pro Stunde weg. Was natürlich extrem gut ist. Dazu immer wieder das Gleiche, gucken, was sie wert sind. Bam, ihr seht, 200, wird alles abgestoßen. Und das macht ihr erstmal eine ganze Zeit so weiter. Ich mache das immer meistens so,
bis das erste Duplikat kommt, pack das kurz auf den Transfermarkt oder auf die Transferliste und recrafte. Wie recrafte ich das Ganze? Relativ simpel. Und zwar, wichtig ist zu wissen, und zwar, wenn wir nämlich hier auf diese beiden SBCs gehen, die sind natürlich essentiell wichtig für uns, was brauchen wir denn überhaupt? Ganz wichtig, Eredivisie-Karten würde ich nicht alle behalten. Ihr könnt natürlich auch viele Sachen verkaufen, denn bei der Eredivisie ist Ajax und PSV Eindhoven die zwei Vereine, die die meisten Goldspiele haben, wo ihr am besten nachkaufen könnt. Ligue 1 gibt es ein paar mehr. Müsst ihr mal ein bisschen nachgucken. Im Endeffekt ist es hier essentiell wichtig. 11 Spieler aus einem Verein, heißt, die Karten werden wir auf jeden Fall behalten. Genauso Libertadores Südamerikaner-Karten bitte behalten. Bundesliga Serie A. Gesamtbewertung brauchen wir hier eine 77. Hier kannst du natürlich sagen, ich verkaufe die Bronzespieler. Brauchst du nicht unbedingt, denn das ist eigentlich unnütz, aber ihr könnt es ja irgendwann mal hinzufügen, zufälligerweise, weil es vielleicht einfach passt. Das gleiche gilt natürlich bei der Premier League und bei der La Liga. Genauso, ganz, ganz wichtig, Winter League Upgrade auch hier wichtig. Libertadores Südamerikaner, wie gesagt, behalten. Super League CSL ist ganz wichtig. Da könnt ihr übrigens die Bronzespieler auch immer wieder benutzen. Das funktioniert hier sehr, sehr gut. MLS, EFL wären Bronzespieler und ist relativ schwierig. Da könnt ihr die eigentlich auch abgeben. Saudi Pro League, Belgische Pro League, würde ich einfach sagen, auch alles behalten. So mache ich es zumindest. Ihr könnt es natürlich auch anders machen. Aber wir haben die Bronze-Packs gezogen. Bedeutet, wir machen weiter. Ab geht's. Und zwar in das Winter-Bronze-Upgrade. Das bedeutet, hier packt ihr alle Spieler, die wir nicht in diese Upgrades brauchen, einfach rein in diese SBC. Ich mache das mittlerweile so, dass ich auf Neueste gehe, rechter Stick nach rechts, englische dritte Liga, österreichische, chinesische und so weiter und so fort. Die packe ich sozusagen alle, die man nicht braucht. Saudi zum Beispiel nicht, die brauchen wir. Packe ich zum Beispiel alle ganz entspannt in diese wunderschöne SBC. Mistet euren Verein aus, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr dann alles fertig habt, so wie ich jetzt, schießt ihr das ganze Ding ab. Seltene Karten am besten hier nicht abgeben. Ich habe es gerade gemacht, aber es soll ja auch Nutzerdarstellung dienen. 4 Silberspieler-Pack kriegt ihr damit schon mal. Und ihr seht schon, für ein 80-Plus-Upgrade braucht ihr insgesamt 8 Silberkarten, mindestens. Ihr könnt natürlich auch Goldene abgeben, das ist gar kein Problem. Was ich persönlich mache, natürlich, wenn wir alles aussortiert haben, meinetwegen 10, 20, 30 Silberpacks haben, werden die erstmal gezogen. Wichtig hier an der Sache ist, auch hier zählt es wieder und ich kann es euch leider Gottes nicht zeigen. Das ist sehr, sehr schade, denn ich würde es euch gerne zeigen. Ihr zieht auf jeden Fall dieses Silberpack. Dieses Silberpack beinhaltet 4 Silberspieler. Heißt, ihr habt jetzt die Silberspieler gezogen, MLS, portugiesische Liga, chinesische Liga und meinetwegen dänische Liga. Auch hier würde ich wieder sagen, ich persönlich mache es so, behaltet alle Karten auch hier wieder, die hier genutzt werden und gebraucht werden. Das ist ganz, ganz essentiell wichtig. Den Rest packt ihr hier rein, in das Winter Silver Upgrade. Könnt ihr machen, wenn wir nicht die Upgrade 80 Plus hätten. Denn hier braucht ihr nur 8 Silberkarten. Und es ist völlig egal, aus welcher Liga die natürlich kommen. Ihr könnt natürlich aber auch sagen, ich packe die ganze Sache mit Goldkarten dann sozusagen rein. Heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, die Silberkarten zu machen. Auch hier wieder Silber, Neueste reingehen, guckt durch, zack, brauchen wir nicht unbedingt, brauchen wir nicht. Italienische ist einfach auch Quatsch, deutsche Liga könnte man gut gebrauchen noch, müssen wir halt gucken. Wir haben zum Beispiel einen PSV-Spieler gezogen, hier España, Ukraine, zack, damit habt ihr eins abgeschlossen. 100 Stück könnt ihr davon machen, diese Packs könntet ihr sozusagen auch zum Team of the Year behalten oder ihr zieht sie einfach weg. Ich würde euch raten, macht ein Upgrade, danach macht ihr bitte ein Winter-Silber-Upgrade, denn ihr braucht natürlich auch Goldspieler. Die Goldspieler, die ihr hier Duplikat zieht, könnt ihr zum Beispiel auch hier wieder mit reinballern, aber hier zieht ihr halt auch nochmal 5 häufige Goldspieler. Und diese häufigen Goldspieler sind natürlich essentiell wichtig, um diese Packs hier zu machen. Denn daraus kriegt ihr natürlich auch wieder coole Packs, unter anderem seltene Goldspieler-Packs, Prime-Silber-Spieler-Packs oder. Das ist einiges. Ich mache es persönlich so, dass ich die Packs behaltet, die wir hier zum Abschluss bekommen. Bedeutet, ich behalte das seltene Goldspieler-Pack klein und ich behalte das 45k-Pack fürs Team of the Year, fürs Sammeln, einfach um ein paar Packs zu haben. Den Rest ziehe ich weg. Dort könnt ihr wieder entscheiden, was mache ich mit den Karten. Ihr könnt natürlich Duplikate, wie wir als Goldkarten haben, auch wieder in die 80-Plus-Upgrades reinballern. Ihr könnt die in den Winter-Silber-Upgrades reinballern. Nee, in Winter-Silber-Upgrades geht es, glaube ich, nicht, weil ihr, glaube genau Silber braucht. Aber ihr könnt die Duplikate, gerade wenn es um Goldspieler geht, wenn ihr die nicht unbedingt braucht, wenn ihr die nirgendwo hier abgeben könnt, könnt ihr auch wieder hier reinballern. Und damit könnt ihr auch das Upgrade wieder erneut machen. Und das macht ihr immer wieder. Sobald ihr einen Vorgang abgeschlossen habt, zack, geht ihr wieder rein in die Bronze-Packs. Es wird wieder gezogen, es wird wieder gegraftet und. Denn ihr habt hier wirklich die Möglichkeit, und das ist kein Scheiß, wenn ihr wirklich Gas gebt und wirklich viel Macht und Arbeit dort reinsteckt in die ganze Sache, wenn ihr Lust dazu habt, habt ihr damit die Möglichkeit, echt sehr viel kostenlos zu machen. Unter anderem habe ich damit meinen Toni Kroos ercraftet, unter anderem habe ich damit meinen Mahrez war nicht ercraftet, aber andere SBCs, die halt auch rausgekommen sind, Politano zum Beispiel, ja, Politano war glaube ich auch mit dabei,
Gerade interessant wird es halt heute Abend werden, denn heute Abend werden wir wieder Upgrade Montag haben. Bis Freitag habt ihr da auch nochmal die Möglichkeit, zum Beispiel Deutschspieler, die ihr nicht unbedingt braucht, aus den Ligen, die ihr gezogen habt, die aber nicht bei den Winter Premium Upgrades sozusagen drin sind, auch wieder zum Beispiel in Player Picks reinzuballern. Dort könnt ihr wieder auswählen, wen nehme ich, wer passt denn am besten. Erstens das, oder ihr geht natürlich auf Futter, weil ihr werdet natürlich aus Player Picks oder allgemein aus Packs, siehe die drei 78 Plus Gold Packs, die wir ja auch gezogen hatten, ne? Ihr werdet immer gutes Futter ziehen und aus diesem Futter zieht ihr dann natürlich auch oder könnt ihr auch wieder neue SBCs machen. Und da muss ich ja sogar sagen, dass Mahrez auch mit dazu zählt, weil wir haben ja die 3x78 Pluser aus dem Gewinn plus den Spielern, die wir sozusagen über BPM bekommen haben, ne? Eben ihn ercraftet. Also auch das funktioniert sehr, sehr gut. Und wenn wir einfach mal gucken, wer mittlerweile mit dabei ist, auch hier, guckt es euch an, wir haben so, so viele Karten noch. Ich mache es halt meistens so, ich schließe einmal die ganzen zwei SBCs ab, einmal Copa Libertadores bei Premium und einmal normal. Da kaufe ich auch gerne die Spieler einfach nach. Auch wenn ich davon nur zwei habe, den Rest verkaufe ich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel diese 8 Spieler verkaufe und 8 Spieler aus einem anderen Verein nachkaufe, gehe ich hier plus minus 0, der Rest ist absoluter Bonus. Ja, also die Karten wären dann sozusagen Bonus, das wäre mein Gewinn. Allgemein würde ich euch empfehlen, gerade wenn ihr auch bei League All seid, wenn ihr Spieler habt, so zum Beispiel von einem Verein von Olympique Marseille, wenn ihr da 7 Spieler habt, die anderen 4 könnt ihr auch nachkaufen. Das ist absolut gar kein Problem. Also checkt das auf jeden Fall ab. So würde ich es auf jeden Fall machen. Und wenn ihr da wirklich ordentlich grindet und ordentlich Gas gebt, dann kann ich euch echt empfehlen, dass ihr hier wirklich, wirklich gut durchkommt und mit wirklich wenig mit wenig Coins, die ihr ausgebt, echt viele Coins machen könnt, beziehungsweise auch Spieler machen könnt, die interessant sein könnten für euch. Ja, das muss ich so sagen. Ihr seht es auch alles, weil wir alles mittlerweile gezogen haben. Das sind sehr, sehr viele Tradables dabei. Ich habe bis jetzt noch nichts verkauft. Wenn ich die alle verkaufen würde, selbst wenn ich 1.000, 2.000 Münzen bekomme, sind das hier auch wieder 50, 60, 70k. Also da gibt es einiges. Und alles, was ihr hier seht, ob das jetzt ein Bai ist, ob das ein DePaul ist, alle diese typischen SBC-Karten, ne, haben wir alle komplett mit der BPM gemacht. Seitdem ihr das hier immer seht, das ist alles über BPM gekommen. Ob das ein Oxford war, ob das ein Süle war, gut, den haben wir gezogen. Ein Rullet, ob das jetzt ein Papon war mit dem Hero-Pick, den wir hatten. Ne, der Randolph war auch gratis sozusagen. Wir haben diese ganzen Sachen damit ercraften können. Und das ist natürlich unfassbar insane und hat mir persönlich auch einen echten Motivationsschub gegeben, hier richtig, richtig viel zu machen und einfach Spaß zu haben an der ganzen Sache. Im Endeffekt müsst ihr selber wissen, ob ihr das überhaupt machen wollt, ob ihr die Coins dafür ausgeben wollt. Wenn ihr eine eigene ständige überteuert Verkaufenliste habt, dann wird es natürlich schwierig. Ich glaube, dass beißt sich ein bisschen, also das würde ich euch nicht empfehlen, da würde ich dann eher sagen, wenn ihr mehr Coins zur Verfügung habt, macht lieber weiterhin überteuert verkaufen, aber gerade wenn es darum geht, ihr habt nicht so viele Coins, ihr würdet gerne einfach ein bisschen grinden, indem ihr einfach sagt, hey, ich will ein paar Bronze-Packs ziehen, ich will einfach meine Packsucht so ein Stück weit befriedigen, dann könnt ihr das damit machen, gebt da richtig Gas und dann ist das ganze Ding durch. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich versuche natürlich ein paar zu beantworten, gerade die meist gestellt werden, die meisten Daumen nach oben bekommen, dann versuche ich das auch nochmal gerne aufzugreifen. Aber im Endeffekt ist es relativ simpel. Bronze-Packs ziehen, bestimmte Ligen behalten, die man braucht. Genauso Südamerikaner, Libertadores. Dazu dann Bronze-Upgrades. Das gleiche mit den Silberspielern, die man daraus kriegt, behalten. Dann die nächsten abgeben. Entweder in die 5 häufigen Goldspieler oder in das 80-Plus-Upgrade. Ich würde immer beides immer mal kombinieren und immer abwechselnd machen, weil ihr einfach die Zeit dafür habt. Dazu die Goldspieler dann in die nächsten Upgrades machen, in die Winter-Upgrades machen, Premium und Normal. Damit kriegt ihr natürlich hier auch wieder eure Packs, die ihr hier natürlich mitnehmen könnt. Danach könnt ihr sagen, wir konzentrieren uns erstmal, nachdem ich das jeweils 5-mal gemacht habe, komplett auf die 80-Plus-Upgrades. Nehmt dann natürlich dann diese Packs hier mit und dann gucken wir einfach mal, was für Futter wird. Überflüssige Goldkarten gerne auch in die Upgrade-Packs, die vielleicht heute Abend kommen oder Picks und damit Futter ercraften und mit dem Futter, was ihr habt, eure Lieblingsspieler-SPC ercraften. Das ist eigentlich das, wo das aussieht. Ist nicht schwer, ist aber geil, wenn ihr die Zeit habt und wirklich euch die Zeit nehmen wollt. Ich persönlich habe sehr, sehr viel Spaß daran. Mein Chat ist ein bisschen angefixt damit und lässt es auch richtig krachen. Also wir sitzen manchmal wirklich im Stream, machen BPM alle zusammen und jeder schreibt, oh geil, ich habe wieder einen Spieler, der 8k kostet, gezogen. Ich habe einen Inform gezogen, denn das ist natürlich auch möglich. Eine Bronzekarte, die aktuell einen Inform hat, kann auch in Bronzepacks gezogen werden. Und wenn ihr da mal 10k mitnimmst oder einen CK-Spieler hast, dann sind das natürlich fast 15 Packs, die du gratis ziehen kannst und dann geht's weiter. Der Erfolg ist wirklich eigentlich garantiert. Ihr könnt nicht viel falsch machen. Das soll es gewesen sein. Ich glaube, das ist auch nochmal, dient nochmal als Video. Gerade für diejenigen, die nicht wissen, wie das Ganze funktioniert, speichert euch das ab, schreibt es euch gerne auf. Liebe geht raus an jeden Einzelnen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Kuss, kuss.